Wir waren tatsächlich Ende der 90er irgendwann mal hier im Urlaub, aber eben fernab vom Ballermann. Auch wenn ich das damals dachte, witzigerweise, ich meine, ich war damals 6 oder 7 Jahre alt und hatte diese coolen bunten Brillen mit den verspiegelten Gläsern, hatte so eine blaue Schlaghose mit Blumen, so ein geknotetes Top und war ganz überrascht, dass wir dann auf einmal einfach in so traumhaft schöner Natur waren und hier waren gar keine Sangria-Eimer und so. Ich fand es fantastisch, auch weil es das Setting 1990 ist, dass ich in diesen Style reinkomme, in den ich da reinkomme. Ich habe ja am Anfang auch eine unglaubliche Frisur und diese Wahnsinnskostüme. Ja, es gab natürlich auch da Geschmacksverirrungen, ne, wie heute auch. Aber haben Männer echt eine Dauerwelle gehabt? Ja. Wir haben eine Dauerwelle gehabt und die haben Fukuhila gehabt. Aber ich selber sah so in der Zeit nicht aus. Was mir jetzt beim Drehen auffiel, wenn wir die Kneipe gedreht haben und es waren ja so viele Komparsen da, was ja so irre war. Und die waren alle auch alle fantastisch, die haben alle ganz toll gespielt. Und die saßen da alle und es war halt vor allen Dingen auch erstmal die vordigitale Zeit. Es gab keine Bildschirme, die heute omnipräsent sind und die waren nicht da. Und ich merkte richtig über den Tag, wenn wir da waren und niemand war mit Bildschirmen beschäftigt, dass es ein anderer Flow war. Es war ruhiger, es war anders. Also es war schon eine ungeheure Zeit, war auch eine tatsächlich sehr positiv aufgeladene Zeit. Hast du den Mauerfall verpasst? Was glaubst du denn, wo die hinkommen? Die wollen doch raus, die wollen reisen, die wollen Palmen sehen, die wollen feiern, die wollen Party machen. Und das wird auf Mallorca stattfinden. Also dieser Optimismus, der in unserem Volk drin war, der schlägt sich auch in dieser Serie nieder. Der ist etwas, was hier sichtbar wird, was sich hier auskristallisiert, ne?